Hallo zusammen, ein neues Video von mir und zwar gibt es heute den zweiten Teil der Top 10 Reihe mit der lieben Jana, mit der lieben Kellertreppchen. Und zwar gibt es heute meine Top 10 High Street Produkte. Und das bedeutet natürlich, dass es Produkte sind, die es eben nicht so einfach in der Drogerie zu kaufen gibt, sondern Produkte, die man online bestellen kann, die aber noch nicht so teuer sind, dass sie jetzt in den High-End-Bereich fallen würden. Und ja, 10 Produkte sollten es sein, die Top 10 Produkte. Und ganz ehrlich, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich in diesem Bereich tatsächlich die meisten Produkte habe, besitze und eben auch tatsächlich sehr, sehr viele Favoriten in diesem Bereich habe. Trotzdem habe ich 10 gefunden, beziehungsweise nicht einzelne Produkte, sondern Kategorien von bestimmten Marken. Das werdet ihr sehen im Laufe des Videos. Ich fange an mit dem ersten Produkt. Das erste Produkt ist eine Foundation und zwar von Bourjois, die Hazy Mix Foundation. Diese benutze ich schon seit mehreren Jahren tatsächlich und diese Foundation gehört zu meinen Lieblingsfoundations überhaupt. Ich habe natürlich die hellste Farbe, das ist die 51 Vanille Claire Light Vanilla. Und diese Farbe ist leider nicht hell genug für mich. Im Winter gar nicht, im Sommer sehr, sehr grenzwertig. Ich muss sie mir halt immer ein bisschen heller noch anmischen, was aber kein Problem ist. Ich liebe diese Foundation. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Alltagsfoundation für mich, weil sie einen ganz natürlichen Effekt auf der Haut macht. Sie sieht sehr ungeschminkt einfach aus. Und das mag ich an dieser Foundation sehr, sehr gerne. Sie hält bei mir den ganzen Tag, ohne dass sie irgendwie komisch aussieht. Sie betont keine trockenen Stellen, keine Poren, keine Fältchen, irgendwas. Sie sieht einfach nur schön natürlich aus. Deswegen kann ich euch die auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und die ist natürlich auch nicht teuer. Und ja, auf jeden Fall ein Top-Produkt. Dann ein Produkt von H&M. Und zwar ein Puder, beziehungsweise eine Kompakt-Foundation. Und zwar ist das die Immaculate Kompakt-Foundation in der Farbe Alabaster. Ich benutze dieses Produkt als Puder und sehr, sehr gerne auch. Habe es mir mehrfach nachgekauft. Ich habe es euch schon öfter gezeigt. Wirklich eine sehr, sehr schöne Textur für eine Puder-Foundation. Erstmal die Farbe sehr, sehr schön hell. Online ist diese Farbe immer vergriffen, aber wenn ihr zu H&M direkt geht, dann kriegt ihr diese Farbe auf jeden Fall. Sehr, sehr schön hell. Ich finde, dieses Puder mattiert gut. Gibt eben noch so ein bisschen Deckkraft. Sieht schön aus auf der Haut, ist nicht zu dick und nicht zu pudrig, dass ihr wirklich komplett abgepudert aussieht, sondern ist wirklich ein schönes Puder. Ich benutze dieses Puder auch sehr, sehr gerne, wenn ich gar keine Foundation trage und einfach nur eine getönte Feuchtigkeitscreme oder nur Concealer, dann dieses Puder darüber. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Top-Produkt und deswegen gehört das auf jeden Fall in dieses Video. Dann mache ich mal weiter mit Bronzer und da darf natürlich dieser Bronzer nicht fehlen. Ich habe ihn euch schon 20.000 Mal in Favoritenvideos gezeigt. Das ist der Physicians Formula Butter Bronzer und zwar die dunklere Variante. Es gibt zwei Farben, eine hellere, eine dunklere. Diese nennt sich Bronzer und ich kann euch wirklich nur empfehlen, kauft euch die dunklere Variante von diesem Bronzer. Die hellere Variante ist nämlich um einiges gelbstichiger und die dunklere Variante ist auch wirklich nicht zu dunkel für sehr, sehr weiße Haut. Ihr wisst es, ich bin sehr, sehr hellhäutig und dieser Bronzer gehört zu meinen, unter meine Top 3 Bronzer auf jeden Fall, die ich besitze. Es ist eine wunderschöne Farbe. Dieser Bronzer hat eine ganz, ganz tolle Textur, lässt sich wunderbar auftragen, wunderbar verblenden. Er riecht gut, er riecht sehr Ananas-Kokos-lastig. Es gibt Leute, die das nicht so gerne mögen. Ich liebe diesen Duft. Ich finde ihn total sommerlich einfach. Sommerlich. Erinnert mich wirklich an Sommer. Und dieser Bronzer ist nicht ganz matt. Der hat einen ganz leichten Schienen drauf, so ein Satin-Finish. Ihr müsst aber keine Angst haben, dass ihr irgendwie glänzt, glitzert oder so. Das ist wirklich ein Top-Bronzer. Kann ich euch nur empfehlen. Kostet um die 15 Euro bei Douglas. Nehmt auf jeden Fall die dunklere Variante. Dann nochmal ein H&M-Produkt und das ist dieses hier. Ja, die Farbe auch, aber ich meine einfach die Blushes an sich von H&M. Ich finde die super. Dieses hier ist die Farbe Cantaloupe, ein Peach-Ton, aber ein sehr, sehr schöner Peach-Ton, wie ich finde. Was ich sehr, sehr gerne mag an diesen Blushes von H&M,
ist eben, dass die sich super toll auftragen lassen und ganz, ganz einfach auch verblenden lassen. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr euch overblusht oder so. Die sind schon gut pigmentiert, aber trotzdem so einfach auszublenden, dass es überhaupt kein Problem ist. Und ja, diese Farbe Cantaloupe und Cameo Pink sind meine absoluten Lieblingsfarben und kann ich euch wirklich, wirklich empfehlen. Es gibt sehr, sehr schöne Blushes. Ich habe mittlerweile 4 Stück davon und ich liebe sie alle 4. Wie gesagt, Cantaloupe und Cameo Pink meine Lieblingsfarben und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ein Top-Produkt. Dann kommen wir zu einer Kategorie eigentlich. Ich möchte nämlich auf jeden Fall erwähnen, natürlich von Make-Up Revolution, die Radiance Palette, die Highlighter, aber allgemein. Habe ich euch schon 1000 Mal gezeigt, diesen Ton liebe ich abgöttisch. Gibt es auch einzeln zu kaufen, das ist die Farbe Exhale, habe ich euch schon 20.000 Mal gezeigt. Einer meiner absoluten Lieblingshighlighter, sehr, sehr günstig und ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, alle Highlighter von Make-Up Revolution sind der Knaller. Deswegen zeige ich euch noch mal das Goddess of Love. Das ist die Farbe Goddess of Face. So ein gebackenes Produkt eben auch. Und ja, die sind einfach so toll pigmentiert und können wirklich mit teuren Highlightern mithalten. Mein neuester ist ja dieser hier aus dieser Renaissance Glow Palette. Den trage ich heute übrigens. Ein wirklich ganz, ganz, das ist diese Palette, ein ganz, ganz toller Highlighter. Und überhaupt, die ganze Palette ist der Knaller. Und die hätte ich auch in dieses Video mit reingenommen. Allerdings habe ich das Produkt noch nicht so lange, deswegen kann ich das nicht zu meinen All-Time-Favorites, Top-Produkten eben benennen. Auf jeden Fall ist das dieser Ton hier wirklich ein wunderschöner Highlighter. Wie gesagt, trage ich heute. Und deswegen benenne ich da die Kategorie Highlighter von Make-Up Revolution als ein Produkt. So. Dann muss ich natürlich in diesem Video, Überraschung, Überraschung, diese Teilchen hier zeigen. Colourpop Super Shock Shadows. Überrascht es euch? Ich glaube nicht wirklich. Diese Lidschatten gehören zu meinen absoluten Lieblingslidschatten überhaupt. Ich habe ja mal 3 Farben stellvertretend. Ich liebe diese Lidschatten. Ich habe hier einmal ein Pressed Pigment. Das ist die Farbe Slave to Pink. Wenn ich diesen Ton swatche und sehe und benutze, dann bin ich sowas von hin und weg von diesem Produkt. Das ist einfach der absolute Burner. Also besonders dieser Lidschatten, das ist der weichste, butterigste, krasseste Lidschatten von Colourpop, den ich besitze. Die sind alle toll, aber die Farbe Slave to Pink ist der absolute Knaller. Ich habe mir gerade den Finger sauber gemacht und ihr könnt sehen, was ich hier für einen Stain drauf habe. Also das ist Wahnsinn einfach. Dann habe ich hier noch die Farbe So Quiche als Beispiel. Das ist ein sehr, sehr bekannter Ton. Auch eine wunderschöne, schöne Farbe. Eine Mischung aus Taupe, ein bisschen Khaki, ganz, ganz viel Glitter mit drin, so Multi-Glitter. Also ihr seht in diesem Ton ganz, ganz viele Farben tatsächlich. Eine super, super schöne Farbe. Auch hier mega Stain am Finger. Und ich bin von keiner Farbe bisher enttäuscht von Colourpop. Habe allerdings auch nur wirklich die schimmrigen und höchstens Satin Finishes und keine Matten, also von Colourpop. Dann die Farbe Moonwalk noch. Auch einer meiner absoluten Lieblinge. Ich liebe diesen Ton. Das ist so ein changierender Ton eben, der je nachdem, wie man drauf guckt, eher grün, eher rötlich, eher braun changiert. Und ich liebe diesen Ton. Also gilt natürlich auch da Colourpop Lidschatten als Kategorie. Ich liebe diese Lidschatten und die gehören definitiv in meine Top 10, wenn ich ein
Top-Produkten nur benennen dürfte, dann wären es die Colourpop-Lidschatten tatsächlich. Also ganz, ganz große Liebe. Man kann die mittlerweile auch nach Deutschland bestellen, ohne Probleme oder ohne große Probleme. An den Zoll kommt man natürlich nicht vorbei. Aber man kann sie definitiv nach Deutschland bestellen und sie sind es definitiv wert. Wer die nicht kennt, sollte sich die unbedingt anschauen. Dann noch drei Produkte, und zwar drei Lippenprodukte. Zum einen muss ich euch zeigen von Gérard Cosmetics ein Hydramatt Liquid Lipstick, und zwar die Farbe Mile High. Ich liebe diesen Liquid Lipstick, ich trage ihn auch jetzt gerade auf den Lippen. Ich liebe diesen Lippenstift, sage ich einfach mal, zum einen wegen der Farbe. Es ist für mich die perfekte Your Lips But Better Farbe. Ich finde diese unheimlich toll vom Auftrag, der hält unglaublich gut bei mir und die Farbe ist einfach für mich perfekt und deswegen muss dieser in dieses Video mit reinkommen. Gérard Cosmetics gibt es bei Beauty Bay und diese kosten um die 13 Euro, sind also nicht super teuer, gehören also nicht in die Kategorie High End, sondern High Street und deswegen in diesem Video auf jeden Fall vertreten. Dann noch ein Lippenstift, den ich abgöttisch liebe. Auch dieser gehört zu meinen absoluten Lieblingen. Und zwar von Milani ein Lippenstift. Und zwar die Farbe 61 Matte Naked. Einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte. Ich habe ihn euch schon 30.000 Mal gezeigt. Milani gibt es ja online eben zu kaufen. Es gibt einige Shops, wo man Milani bekommen kann. Als ich diesen Lippenstift damals haben wollte, bin ich da echt super, super schwer rangekommen. Das ist dieser Ton. Eine wunderschöne Farbe. Das ist für mich der perfekte Lippenstift. Eine ganz tolle, leichte Textur auf den Lippen. Hält unwahrscheinlich gut. Ein wirklich ganz, ganz toller Lippenstift. Kostet um die 6, 7 Euro, je nachdem, wo man ihn bestellt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Solltet ihr den nicht kennen und falls ihr auf die gleichen Farben steht wie ich, kann ich euch den wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Große Liebe, ein Top-Produkt. Und dann zeige ich euch zu guter Letzt noch von Kiko die Kiss Balms. Und zwar einmal habe ich hier die Farbe Peach. Das ist mein absoluter Liebling. Da ist auch nicht mehr viel drin, das ist alles. Ich liebe diesen Ton. Der riecht ein bisschen peachig, der hat eine ganz dünne Textur, sehr, sehr, ja, fast schon so gelig, dünn. Mag ich unheimlich gerne so als Lippenpflegestift, die geben aber auch ein bisschen Farbe ab. Und ich finde, die pflegen gut, soweit ich gesehen habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, denn ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr bei Kiko. Aber ich bin der Meinung, die haben jetzt eine neue Verpackung. Ich glaube aber, dass es die immer noch gibt. Und ich werde mir den Peachfarbenen auf jeden Fall nachkaufen, wenn der leer geht. Ich habe 4 Stück davon. Ich habe jetzt hier noch stellvertretend die Farbe Tutti Frutti. Das ist eben ein pinkerer Ton eben. Und dieser riecht eben sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr lecker. Ich mag die wirklich unheimlich gerne. Das sind für mich ganz tolle Lippenpflegestifte. Und dadurch, dass sie eben so ein bisschen Farbe abgeben und sehr, sehr glossy dann aussehen, mag ich die im Alltag total gerne tragen. Also wenn ich nicht weiß, was ich nehmen soll oder ich brauche einfach ein bisschen Pflege, weil ich sehr trockene Lippen habe, greife ich sehr, sehr gerne zu denen. Kosten um die 6 Euro und ich finde die extrem, extrem toll. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das letzte Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist auch wieder nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern es ist eine Pinselreihe und ich bin total verliebt in diese Pinsel hier von Morphe. Das ist die Elite 2 Collection und es geht nicht, dass ich euch nur einen speziellen Pinsel davon zeige, weil ich sie alle liebe. Ich habe mittlerweile wirklich viele davon. Ich habe auch nochmal eine Bestellung. Das ist dann aber auch die letzte. Dann habe ich wirklich alle Pinsel der Kollektion zusammen, die mich interessieren. Ich liebe diese Pinsel, das sind die weichesten Pinselhärchen, die ich jemals hatte. Das sind die schönsten Pinselformen, verlieren keine Haare, wirklich eine gute, hochwertige Qualität, sind im mittleren Preissegment. Von Beauty Bay kann man die eben bekommen und ich liebe diese Pinsel. Es gab jetzt gerade wieder eine Morphe-Aktion bei Beauty Bay, dass man 3 Pinsel zum Preis für 2 bekommt. Deswegen habe ich eben nochmal bestellt und warte jetzt auf diese letzte Lieferung. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es sind im Moment tatsächlich meine allerliebsten Pinsel, die besten Pinsel, die ich im Moment habe. Und ich mag ja schon auch meine Real Techniques Pinsel, die liebe ich schon. Und
Ich finde auch von BH Cosmetics die Pinsel ganz schön. Und da fällt mir gerade ein, das ärgert mich jetzt gerade schon wieder, dass ich euch ganz gerne auch noch von BH Cosmetics die Foil Eyes Palette gezeigt hätte. Die passt aber leider nicht mehr in dieses Video, denn das wären dann 11 Produkte. Aber ich wollte sie auf jeden Fall noch erwähnt haben. Und dann sind wir durch mit diesem Video. Wirklich für mich die schwerste Kategorie, weil ich wirklich in diesem Bereich die meisten Lieblinge habe. Ich hoffe trotzdem, dass es sehr, sehr interessant für euch war. Ich hoffe, ihr schaut bei Jana vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt auf ihr Video. Hinterlasst mir fleißig Kommentare, Däumchen und gerne auch Videovorschläge, wenn ihr möchtet. Und ich wünsche euch einen super tollen Tag. Genießt das schöne Wetter und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Macht's gut. Tschüss.